Das brauchen wir nachher. Flupp. Ja, schön, dass es so voll ist. Ich dachte, das Thema wäre vielleicht irgendwie eher so Nischenprodukt. Mein Name ist Axel Beckert, ich bin beim Debian-Projekt aktiv und arbeite als Netzwerksicherheitsmensch. Und dazu muss man auch wissen, wie man durch das Netzwerk trotzdem durchkommt, auch wenn da die Firewall im Weg ist. An der ETH Zürich arbeite ich dort. Und ja, ich habe immer mal wieder so das Problem, wenn ich jetzt irgendwie bei meinen Eltern bin, die bei Unity Media Internet haben, da ist Carrier Grade NAT im Weg, da sind irgendwie, also der Router macht einen NAT und davor sitzt nochmal irgendwo ein NAT und man kommt eigentlich gar nicht von außen dahin, irgendwie ohne ein VPN einzurichten. Und VPN einrichten heißt halt immer irgendwo im Internet einen VPN-Server haben oder einen Dienst kostenpflichtig abonnieren oder sowas. Und es geht aber irgendwie auch einfach alles viel einfacher und schneller, mit, wenn man Tor nimmt. Tor ist ein Netzwerk, das vor allem zur Anonymisierung dient. Das heißt, der Dienstanbieter sieht nicht oder kann nicht rausfinden, wer auf seinen Dienst zugreift, und derjenige, der auf den Dienst zugreift, kann nicht rausfinden, wo der Server steht. Das hat durchaus Vor- und Nachteile. Vorteile für Journalisten, die gern nicht verraten möchten, mit wem sie kommunizieren. Leute, die etwas Paranoia haben, oder eben auch die bösen Jungs, die dann irgendwelche Seitenstraßen bauen oder so. Also nicht die Rohrpost, sondern die im Internet. Und es gibt aber auch wirklich nützliche Dinge drin, weil Tor ist eigentlich fast überall verfügbar. Solange das irgendwie nach draußen ins Internet kommt, kann das eine Verbindung aufbauen und dieses Netzwerk im Netzwerk ja, damit verbinden. Und ich brauche dazu eben keinen eigenen VPN-Server. Das Router-Modell ist sowas von egal, ob das jetzt irgendwie der... Eigentlich ist Routerzwang ja in Deutschland verboten, aber es ist trotzdem schwierig, bei manchen Anbietern einen eigenen Router anzuschließen. Carrier Grade NAT ist egal, die Zwangstrennung gibt es in Deutschland noch. So einmal pro 24 Stunden, zack, und neue IP-Adresse. Die stört dann auch nicht, und DynDNS-Service muss man auch nicht einrichten. Und was ich euch heute zeigen will, ist, wie man hier so auf so einem Raspberry Pi, da macht es Krach, wenn man drankommt, wie man es auf so einem Raspberry Pi wirklich mit Image ab Werk so einen Tor-Hidden-Service einrichtet und dann nachher per Webbrowser und SSH drauf zugreifen kann auf den Raspberry Pi, egal wo er steht. Also egal hinter welchem Internet er steht, sozusagen. Und wer die Folie mitlesen will, noone.org/talks/tor, da sind die schon online, sie sollten auch aktuell sein. Na, zwei Tippfehler sind noch drin. Ich glaube, ich habe vorhin vergessen, neu zu generieren. Ich weiß es nicht mehr. Ja, Vorbereitung. Eins habe ich noch vergessen. Moment. Huschen, huschen, huschen. SD-Kartenleser. Ah, der SD-Kartenleser fehlt noch. Der muss jetzt... machen wir den Raspberry Pi mal auf der anderen Seite dran. Das hier ist übrigens eine serielle Konsole für den Raspberry Pi, weil das war die einfachste Möglichkeit, den Bildschirminhalt in Anführungszeichen vom Raspberry Pi auch auf den Beamer zu kriegen. Zwei Beamer mit und HDMI noch ein Monitor hier für mich, das wäre Overkill gewesen. So, hier rein. Dann hier den. Eigentlich wollte ich das vorher machen. Da kam jetzt bloß die Beamer-Geschichte gerade eben dazwischen. Und Strom für einen Rechner wäre auch noch nicht so auf Dauer. So, Kärtchen habe ich im anderen Pi. Bin redundant ausgelegt heute. Man weiß ja nie, was schief geht. So. Ein Micro-SD-Kärtchen. Da gehen wir mal auf irgendeine Shell weiter, eins weiter. So, F. So, damit ich sehe, wie der angesprochen wird. Kärtchen rein und da blinkt auch was. Ne, das ist die SSH. SDE. Mhm, okay. So, da unten haben wir es auch schon passend.
Ich benutze ein paar Tools, vielleicht auch für einen Martin Leirer interessant, wo ich einfach hilfreich finde, um mit solchen Dateien umzugehen. A-Tool, das ist so ein Archive-Tool, wo einfach diverse Sachen mit Archiven macht, egal ob ZIP oder TAR, es findet dann schon raus, was es ist. Und zum Beispiel kann man da halt aus einem ZIP-File eine Datei direkt wie mit CAT herausholen und dann eben mit DD gerade auf die Platte schmeißen. Und so, jetzt gehen wir hier hin. Eben im SD. Da sieht man, das ist so ein 16 Gigabyte Kärtchen. Da ist momentan auch was drauf, das ist egal. Das habe ich beim letzten Mal, wo ich den Vortrag gehalten habe, gemacht. So, jetzt muss ich noch ins richtige Verzeichnis. Das ist irgendwo im ABE, Images, Raspberry Pi. So. Und FSTE, fupp. Das ist jetzt übrigens das, was wir vorhin in Martin Leirers Talk nicht gesehen haben, das neue Features Status gleich Progress vom DD, das mir dann halt auch zeigt, was es macht, ohne dass da irgendwas in der Mitte noch reingetan werden muss. Das ist, das, okay, das hier ist ein Unstable, aber in Debian Stable ist das schon drin. Ich verstehe auch nicht, wieso die Leute immer sagen, dass Debian das Software-Museum sei. Die Leute, die das sagen, haben noch nie ein Red Hat benutzt. Wir kommen aufs Gleiche raus. So, während das kopiert hier, also er hat eigentlich schon alles im Arbeitsspeicher, er schreibt es noch auf die Platte. Ich sehe, das blinkt hier noch. Und da drüben blinkt auch irgendwas, aber. So, Folien. Ja, kurz noch, P-Mount ist einfach nett zum irgendwelche Devices von Hand mounten. Eigentlich war das mal geschrieben worden als Backend für unten drunter, für irgendwelche GUI-Tools. Screen benutze ich, um auf die serielle Konsole zu kommen. Und CCZE, Colorizer, irgendwie sowas, ist ein Tool, was einfach Logs parst und farbig macht. Werdet ihr so im Laufe des Vortrags werdet ihr die Tools noch im Einsatz sehen. Und das ARCAD, das ich hier gerade im Hintergrund verwende, kommt halt aus dem Paket A-Tool. Da gibt es A-Div, A-LS zum Beispiel, kann man Inhalt anzeigen von einem Archiv und egal welches Archiv es ist, welches Archivformat. Ja, was ich als nächstes noch machen will, wenn der hier fertig ist mit Blinken, die serielle Konsole einrichten. Eben Stichwort, ich hätte zwar HDMI, aber ich habe nur einen, ich habe zwei Beamer, aber die zeigen es gleich an. Was ich hier schon gemacht habe, das ist unterschiedlich laut. Die serielle Konsole angeschlossen, diese USB auf TTL-Kabel haben irgendwie immer vier Käbelchen. Das rote ist 5 Volt plus, das brauche ich nicht, weil der Raspberry Pi seine eigene Stromversorgung hat. Und die anderen drei sind schwarz für Ground und weiß und grün für hin und zurück. Ich kann es mir nie merken, aber schwarz-weiß-grün ist immer die richtige Reihenfolge. Und ja, es gibt ja auch schöne Bilder im Internet, wo man dann sieht, wie man das anschließen muss. Das ist hier angeschlossen auf USB. Da können wir auch schon mal hier auf dieser Shell hier, ich habe es vorhin schon drin gehabt, der Raspberry Pi per Default, jetzt hat es aufgehört zu blinken, das ist gut, kommt mit 115.200 Boot, aber vorher noch das P-Mount hier machen, schön Copy-Paste. So, das hat jetzt Folgendes gemacht, zwar jetzt ist unter Media SDE 1 diese Partition gemountet. Da sieht man hier, das sieht aus wie so eine Raspberry Boot Partition halt aussieht und die editieren wir jetzt ein bisschen automatisiert, dann geht es schneller. Einerseits muss ich die serielle Konsole aktivieren. So mit diesem Echo-Befehl, da muss Enable UART gleich 1 in der Config.txt stehen. So, und dann haben wir noch das hier. Das, ja, das ist jetzt ein bisschen länger hier, als ich eigentlich haben wollte. Komm schon, so. Das sorgt dafür, dass der Linux-Kernel auch weiß, dass auf der seriellen Konsole bitte Bootmeldungen geben soll, etc. Einmal hier rüber. Pasten, da sieht man es mal ganz. Und da wird Command-Line-TXT editiert. So. Und das Ganze wieder anmounten. Allerdings sollte ich vorher wieder aus dem Verzeichnis raus, sonst geht das schief.
Es blinkt nochmal kurz und die SD-Karte sollte fertig sein zur Sicherheit. Ich weiß zwar eigentlich, dass es nicht notwendig ist, aber Misstrauen. So, tun wir das in Raspberry Pi hier unten rein. Also dann mal hier Screen starten. Wo ist das andere Kabel? Da. Strom dran. Man sieht es jetzt leider nicht so gut blinken. Ich weiß nicht, durch die Rauchglasscheibe da hinten könntet ihr was sehen. Ah ja, gut, das sieht nach einem Raspberry Pi aus, der gerade frisch installiert worden ist. Und gleich rebootet es nochmal. Aber da bootet was, das ist schon mal gut. Systemd Gedenksekunde. 2, 3 oder viele. Ich mache mal mit den Folien weiter. Eben da unten, da muss ich jetzt ein bisschen scrollen. Man kann auch mit anderen Tools drauf als Screen und da steht auch eben, Tmux kann das nicht. Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie nochmal den Raspberry, da ist ein Login gekommen. So, das Passwort wisst ihr wahrscheinlich alle. Raspberry, vertippt man sich dann auch? Raspberry. So. Ja, natürlich habe ich mich jetzt nochmal vertippt. Pi. So. Was muss man jetzt noch alles machen? Genau, wir müssen jetzt irgendwie erstmal Internet bekommen. Internet ist so ein bisschen ein Problem, weil das, was beim Raspberry Pi mitkommt, das ist jetzt die Server-Variante, sie nennen sie Lite, also ohne GUI und alles, weil ich habe ja eh nur serielle Konsole. Das Raspi Config Tool ist wirklich nett, vor allem auch für Einsteiger. Oh, ich glaube, ich muss die Fontgröße noch ein bisschen runterschrauben. Ist das vielleicht besser? Finish, nochmal neu. Ja, besser, gut. Network Options, Wi-Fi. So, jetzt schauen wir ganz kurz nach, ob hier in der Hosentasche das Wi-Fi auch an ist. Ja, ist es mit 2G ja Freude. Legen wir es mal irgendwie hier draußen hin. Nee, das hilft nicht. Ich hoffe, das tut besser. Axels Aquafish. So heißt das Gerät. Und wenn ich das jetzt hier eintippe, sollte Sternchen kommen. Ja, nee, ganz so kurz ist es nicht. So, das sollte eigentlich irgendwie reichen. Finish. So, iw-config ist noch das alte, aber... So, zumindest den Access Point hat er gefunden. If-config ist auch das alte, weil ich finde den Output ehrlich gesagt lesbarer. So, da hat er noch nichts. Jetzt müssen wir irgendwie mit dh-client... Fragt mich nicht, warum das nicht von selber geht. WLAN 0, dann sollte irgendein 172er, was habe ich jetzt falsch gemacht? Permission, sudo, danke, ja, danke. Nein, ich will jetzt nicht mit... Ja, geh du brav mal wieder Edo rummachen. So, sudo, danke. Besser ist das. Ja, ist er denn noch verbunden? Iw-config, ja, ist was, if-config. Upp. Ja, ist er nicht mehr. Okay, also, sudo, sp-config, Network Options, Wi-Fi, nochmal von neuem. Doch jetzt. So, und jetzt das sudo Dingens. Mach, sei brav.
ja, WLAN ist so ein bisschen mühsam. Ich mache das eigentlich lieber mit Kabel-Internet, aber das wäre hier noch ein bisschen mühsamer. Ich mache einfach noch mal mit den Folien weiter, was wir noch machen wollen. Dadurch, dass ich Sachen nachinstallieren muss, wie Tor zum Beispiel, muss ich einmal mindestens ein Update machen, um die Paketlisten, die aktuellen, runterzuladen, weil das ist halt irgendwie von Mitte März das Image. Und Security-Updates sind gekommen und wenn dann irgendwie eine Version nicht stimmt von Sachen, die ich runterladen will, geht das nicht. Legen wir den mal direkt daneben dran, irgendwie auf, hier aufs Gummi, so. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Leute, das ist mühsam. So, also erstmal ist das sudo mühsam. Wir machen das jetzt so. Ja. Vorhin hat es noch funktioniert. Mimi. Ich habe es extra ausprobiert, Leute. So, das machen wir jetzt einmal. Passt hier. Ist das nachher vielleicht im Copy-Buffer? Fisch. Das ist jetzt Fisch als deutsches oder als englisches Wort geschrieben? Fisch, das war. Hast du es gerade deutsch geschrieben? Nee. Ist aber auf Englisch ist es zu sehen. Also ist es ID. Ja, es ist auch Englisch. Das ist ein Intex-Aqua. Achso, nee. Das ist ein Intex-Aqua-Fisch. Deswegen heißt das so. So, und jetzt ist es aber. Leute, kriegt die Krise. Weil ohne das funktioniert es natürlich nicht. Hat der überhaupt noch? Fröhlich 2G. Access-Panzer aktiviert, also ich werde Access-Panzer. Nee, der ist auch noch an. Das ist. Also was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso dieser. Ah, wir haben noch einen Plan B. Moment, wir haben noch einen Plan B. Erstmal nochmal das hier machen, weil das war zum Teil auch irgendwie immer so. Cat nach wpa.vita18.conf. So. Ja. So. Das müsste. Nee. Ich müsste das eigentlich. Egal. Ich hätte das vorher machen müssen, bevor ich das Ding gebootet habe. Willst du meinen Hotspot nehmen? Also am liebsten wäre es mir eigentlich mal. Wir machen das jetzt so. Ihr seid jetzt mal kurz brav. Und geht nicht über mein Roaming ins Internet. Nein, das war das Falsche. Wo habe ich es jetzt? Schon wieder daneben geklickt. Den da, das ist der Hotspot. Na, komm schon. So, kann ich dem überhaupt nicht. Ich kann dem ja nicht mal sagen, dass der offen sein soll. Ich brauche ja irgendwie ein Passwort. Offenes WLAN. Es gibt doch hier einen Freifunk-Vortrag. Gibt es hier nicht irgendwie einen Freifunk? Das wäre schön. Bitte? Das Bayern braucht eine Landingpage. Ist da irgendwie ein Browser drauf, der W3M oder so? Links. Weget wäre drauf, aber. Links. Ja, schon. Edorom, ja, das war vorhin die Idee. Komm, okay. So, Edorom, genau, wir machen jetzt Edorom. Altert, Strom weg. Sorry für die Unterbrechung, aber ich habe es vorhin hier vor einer Stunde ausprobiert und da ging das. Inklusive hat ein Netzwerk und so. So, Kärtchen nochmal rein. Screen können wir gerade nochmal wegmachen. P-Mount nochmal. So.
Und jetzt habe ich hier cp-pv, wo ich das hingelegt in tmp, wpa nach media.sde 1, das ist das Richtige. Boom. So. Mount. Sync, also fertig, ja. So. Das Problem ist, wenn ich über die serielle Konsole das copy und pastiere, dann dann sieht man das Passwort. Deswegen habe ich da gerade vorhin gezögert, das per Cat rüber zu tun. So. Also, jetzt haben wir schon irgendwie eine Viertelstunde verdödelt oder 20 Minuten bloß mit diesem doofen Netzwerk. So. sudo-i catboot. Ach, das ist es. Boot wpa und dann die sh, weil da muss ich nochmal schauen. Ja, boot, kann ich die aus? Sh. Nee. Boot. Sh. Das ist ja eine FAT-Partition, deswegen weiß ich nicht, ob ich da ein Shell-Skript ausführen könnte. Light.sh. Schauen wir mal, ob das was macht. Ach, lieber Venti. Ja, klar. Nee, Moment. Leckt's mich. Das ist jetzt... Ach, ist ja auch noch nicht. Die AI ist wenigstens drauf auf dem Respi. So, jetzt seht ihr zwar auch das Passwort, aber ich weiß auch nicht, was er da... Das ist mir jetzt egal. Das ist ein Wegwerf-Account für mich. Wüstel. So, und wo kommt jetzt dieses P2P her? Ich sehe es nicht, Leute. Foto? So. IW-Config. Ich muss das erstmal... Es ist WLAN 0. ESSID Eduroam. So, ifconfig WLAN 0 ab. So, und jetzt nochmal das Shell-Skript ausführen. Also im Shell-Skript steht doch sehr deutlich WLAN 0 drin. Anhand. Ah, er macht Fehlermeldungen, macht trotzdem was. Gut. Keine Fragen. Mit IP wäre das los. So, sind wir denn jetzt verbunden? Ja, das macht es natürlich im. So, die. Nein. FG. So. Service. Ich vermute noch, dass der Respi kommt mit dem DHCP-CD und der wird konfiguriert über das Respi-Config irgendwie und ich habe das Gefühl, dass der mehr dazwischen funkt. So. Nochmal. So. Nicht associated. Dann ab. If-Config. So. Also probieren wir es nochmal mit der Respi-Config. Ey. Kann man nicht irgendwie bitte einfach hier normales WLAN hinkriegen? Ah, mhm. Okay, der braucht dann wohl den Dings wieder. Also wenn irgendjemand einen offenen Access Point hat, das wäre mir sehr lieb, aber ich weiß, dass das Ding zum Beispiel keine offenen Access Points kann, also jedenfalls nicht in der GUI. Die andere Variante, Moment. Ich
Sache. Hat irgendjemand da ein LAN-Kabel dabei? Weil dann welche Farbe? Grundidee. Bitte? Ich hätte einen offenen. Einen offenen, okay, gut, probieren wir das da. Also, Service, DHCP, CD, Start, Blö. SystemD, danke, ja, gut. Sind wir halt so nett und tun das. Oder das? Probieren wir das mal, weil, so, leck mich. Das ist zwar jetzt gleich kurz, aber ja. Wir haben hier ja einen Laptop. Eigentlich wollte ich das nämlich schön zeigen mit unterschiedlichem Netzwerk, der über anderes Netzwerk raus, wie hier meiner. Wo haben wir die Root Shell? Die war auf dem hier. So. Ich kann mal kurz gucken. Wenn ich hier raus will über Wired. Genau, dann DNS-Mask und da so raus. Ach, genau, das ist so. So. Und jetzt sollte der hier irgendwie darüber Netzwerk kriegen. Schauen wir gerade mal mit ifconfig nach. Der hat da. So. So, lieber Raspi. Nein, yes, das ist hier ETR0 noch. So, geht doch schon. So. Danke für das Kabel, das ist einfach die schönste Lösung. Jetzt schauen wir noch, ob es DNS auch tut. Ne, das noch nicht. Host Debian ETRCCH zum Beispiel. Was steht denn in der Resolve-Conf drin? Da steht 8888 drin, das ist schon mal gut. Für das hier. Schauen wir nochmal kurz hier um den. Ah, Leute. So, ah, der will über PWP0 raus. Das gibt's natürlich nicht. Okay. Dann müssen wir kurz hier noch irgendwo was mit PWP-Masquerade. Wo haben wir es denn? Da. Den ein, den raus. Einmal ausführen. So. Besser. Ha! Okay, gut. Geht nichts über Kabel-Internet. Weiter im Text. Viel zu viel Zeit verloren. Den Upgrade lasse ich auf jeden Fall aus. Den hätte ich auch sonst nicht gezeigt. Das sollte man einfach eh machen. So. Ja, also 11 Megabyte in 38 Tagen. Ja, ja. Er hat gerade die Uhrzeit im nebenbei noch eingestellt. Deswegen 38 Tage. So, Tor installieren. Aber in 0 Sekunden ist auch schon schön nett. Ja, so. Ah, Leitz. So. Wir wollen auch gleich, das Sudo brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe jetzt eh gerade eine Root-Shell schon offen. Apache installieren. Ich brauche einfach irgendeinen Webserver. Ist eigentlich Schnurzwurst. Piepe, welchen Webserver ihr da nehmt. Ah, das geht jetzt irgendwie zur LMU in München. Gut. So. Was wir hier noch machen, damit ihr nachher erkennt, dass das auch wirklich, was ich da machen will, live auf diesem Raspi passiert. Das war nur das Slide, ist egal, das brauchen wir jetzt nicht. Was er hier jetzt noch gemacht hat, ist die Index.html geändert, dass da halt irgendwas mit Tor drin steht. Da steht im Titel von der Seite, steht dann halt hier oben was drin und irgendwo nachher nochmal im Text. Ist so die Idee.
So, Webserver installieren. Da sind wir auch schon durch. So, da haben wir noch ganz viel markiert. Ja. Hammer? Ja. Jetzt geht es ans Eingemachte. Bisschen später als geplant. Mit der Installation von Tor ist diese Datei auf den Raspberry Pi gekommen. Die kann man mit dem Lieblingseditor dann editieren. Upwork ist bloß ein VI drauf. So, und jetzt findet man hier irgendwo, sucht man nach Hidden Service. Hidden reicht mit großem H. Und da sind schon schöne Beispiele vorgemacht. Und zwar, wenn man zwei unterschiedliche Hidden Service Adressen haben möchte, dann nimmt man zwei verschiedene Verzeichnisnamen und kann pro Verzeichnis einen Hidden Service Namen bekommt man dann. Und da kann man verschiedene Ports drauf machen. Ich brauche jetzt bloß einen. Nehme das erste Beispiel, tue das auskommentieren. Port 80 wäre HTTP. Und ich tue jetzt einfach mal das zweite Beispiel gerade hier noch mitmachen. Dann geht es nachher vielleicht schneller. Solange ich die beiden Zeilen hier nicht, seht ihr den Cursor überhaupt einigermaßen so? Sonst nehme ich den Mauscursor hier. Die beiden Zeilen hier lasse ich auskommentiert und damit zählt der da unten zu dem da oben mit dazu, weil jeder Hidden Service Dir Direktive fängt einen neuen Hidden Service an. Und die Ports sind halt, auf welchen Ports dieser Hidden Service oder ja, die unter diesem Namen was läuft. Wir speichern es jetzt einfach mal. Service Tor Reload sollte ausreichen. Jetzt können wir noch im tail-f war log Tor log gucken oder auch nicht. Was ist es? Bitte? Ah, ich bin Laptop. Danke, danke. Habe ich jetzt auch gerade auch die Tor aus. Ja, egal. Jetzt hat der Laptop auch gerade noch einen Hidden Service. Genau, danke. Egal. Da war anscheinend auch noch keiner drauf. Muss ich nachher wieder ändern. So, nochmal das Ganze vor lauter Eile. Jetzt nochmal Schnelldurchgang, aber dafür habt ihr eine Wiederholung. So, fupp, die beiden. Port 22 für SSH, Port 80 für einen Webservice. Service Tor Reload. So, tail-f war log Tor log. Da kommt auch was. Ha? So, 12.44 Uhr, das ist vor ein bisschen. Ja, gut. Das sieht einfach irgendwie mal gut aus, ich sage. Folien. Jetzt, dadurch, dass ich Tor Reload gemacht habe, Config neu gelesen, die ich gerade editiert habe, und in diesem Verzeichnis, das ich da vorhin angegeben habe, da sollte jetzt zwei Dateien drin sein, nicht auf dem Laptop. Nämlich Hostname und Private Key. Private Key ist das, was nachher meinen Service-Namen im Tor-Netzwerk definiert. Der Hostname ist sowas wie ein Fingerprint von diesem Private Key. Und der steht halt dann in dieser Datei Hostname drin. So. Bzuik, ja, kann man nicht lesen, ist halt per Zufall ausgewürfelt. Und jedes Mal, wenn ich so einen Hidden Service neu anlege, kommt halt eine andere Adresse raus. Also die Adressen in Folien sind natürlich noch die vom vorherigen. Da unten habt ihr auch nochmal das Beispiel, alles noch mit sudo, weil nicht root shell gewesen. So, zugreifen auf den Hidden Service. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Die einfachste, die jetzt, wenn ihr anonym unterwegs sein wollt, weniger gut ist, weil der Servicebetreiber von diesen beiden Gateways zum Beispiel kann da mitlauschen. Im Prinzip, ihr habt jetzt hier auf dem Raspberry Pi, na, 4 war es, irgendwas .onion. .onion ist sozusagen die Top-Level-Domain innerhalb des Tor-Netzwerkes. Die ist mittlerweile auch vom IETF offiziell als solche anerkannt, darf also niemand anders als normale Top-Level-Domain registrieren. Und auf die sollte man jetzt eigentlich per Tor zugreifen können. Ich habe dann hier mal einen, das ist vom vorherigen, das sieht man auch, das ist das eine andere Tor-Adresse. Ich tue jetzt dann hier mal, ich habe mal ganz kurz irgendwas anderes eingeben, dass ihr seht, dass da wirklich im Hintergrund was passiert. So, flupp. Und jetzt gebe ich diese Tor-Adresse ein. Nein, wir machen es besser. Komm, ganz weg. So, hier oben
ist jetzt nicht so groß, sieht man glaube ich nicht so. Ich gebe die Toradresse per Copy und Paste ein. Das ist ein Links 2 konfiguriert, dass er Tor benutzt. So, und jetzt schauen wir mal, ob da was kommt. Request Send, ja, und da ist was gekommen. Und wenn ich jetzt sage mit Shift L ist es, guck, okay. Na, bin ich drin? Doch. Hier sieht man es, da ist das B-Sugi, was ich vorhin drüben gehabt habe. Apache Tor als VPN-Demo Raspberry Pi steht drin. Das, was ich vorhin editiert habe. Das ging jetzt übrigens verdammt schnell. Vorhin habe ich viel länger gewartet. Oder ich habe weniger gelabert. Und jetzt sollte ich entsprechend auch, wenn ich hier .to oder .cab dranhänge, gibt es diverse Services, .tor.web geht hinten dran auch noch. Das mache ich jetzt in dem Browser hier. Ich paste das und hänge noch .to hinten dran. Und wir warten. Das geht jetzt normal übers Internet raus, sogar glaube per HTTP, wobei die machen nachher glaube HTTPS, zu einem Dienstleister, der ein Gateway zum Tor-Netzwerk betreibt. Und zwar nur für HTTP im Prinzip. Ja, und da seht ihr oben auch diesen, das erinnert mich irgendwie immer an ein Kondom da im Eck, Tor-to-Web-Dienst, der unter verschiedenen Adressen erreichbar ist. Onion.to ist am leichtesten zu merken und baut halt oben noch diesen Hinweis ein, was ich sehr gut finde, weil dann sieht man, es ist wirklich nicht anonym, was wir jetzt hier machen. Unten ist es HTTPS geworden, sieht man hier. Und was ich noch nicht verstehe, ist, warum hier dann das, was ich reingebaut habe, gar nicht erscheint. Wenn ich jetzt ganz kurz Vollbildmodus rausgebe, hier oben im Titel, es ist schon die Seite. Ja. Das hat funktioniert. Jetzt kommen wir zu SSH. Ah ja, genau, wenn man lokal wirklich ein Tor haben will, das Einfachste in Debian ist der Tor-Browser-Launcher. Den spare ich mir jetzt euch zu zeigen. Oder eben mit Tor und dann konfigurieren über Soxproxy geht auch. Aber Tor-Browser-Launcher macht das alles. Und wenn man den Browser startet, dann ist man sicher, man geht immer übers Tor-Netzwerk. Ich habe den auch hier drüben offen. Das sieht dann so aus. Da hat man hier noch die Zwiebel hier. Ich paste jetzt trotzdem mal rein, aber das soll man machen. Schauen wir nachher, ob es tut. Gehen wir zurück zu den Folien. Zuschauen auf dem Raspberry Pi können wir auch. Ja, da kommt das CCZE zum Einsatz, das nicht installiert ist. Machen wir es ohne, das ist auch zu lang. So, Access Log, da passiert was. Also, weiß nicht, ob ihr mittlerweile denn die URL irgendwie habt abtippen können, es war ein bisschen schnell. Wo haben wir es? Ich mache es gerade hier nochmal. Kann man das lesen von hinten irgendwie so? Aber eben, das ist jetzt ein bisschen kurzfristig fürs euch abtippen lassen. Ich mache mit den Folien weiter. Stolperfallen, ganz kurz. Alle Verbindungen, die aus dem Tor-Netzwerk auf den Raspberry Pi draufkommen, kommen von Localhost. Wenn ihr irgendwelche Access-Rules, Firewall-Regeln drin habt, dass Sachen nur von Localhost passieren dürfen, die sind nutzlos. Im Gegenteil, die sorgen dafür, dass Leute, die per Tor-Netzwerk auf den Dienst zugreifen, draufkommen. Zum Beispiel so ganz typisch, das können wir jetzt hier, glaube ich, irgendwie zeigen, in dem hier, wenn ich jetzt hier Server-Status hinten dran gebe. Der ist, glaube ich, bei Debian per Default an und er ist per Default nur von Localhost aus erreichbar und jetzt aus dem Tor-Netzwerk. Also das Ding ist nicht noch nicht dicht gemacht. Da müsst ihr einfach schauen, 127.0.1 genauso behandeln wie das Internet. Also im Zweifelsfall Passwortschutz, wobei ist HTTP im Moment. Kann man auch mit HTTPS machen. Zertifikate gibt es leider noch keine für .onion, ist aber in der Mache. Beim CAB-Forum gibt es eine entsprechende Abstimmung, dass das gemacht werden soll. Aber es gibt noch keine Zertifikatsausstellerei, die das bisher macht. Ich bin mir sehr sicher, sobald das abgesegnet ist, vollends, wird Let's Encrypt das unterstützen nach gewisser Zeit. Also, ja, aber eben im Moment, Localhost ist halt wie das Internet dort. So, SSH. SSH ist netterweise mittlerweile auf dem Raspberry Pi per Default abgeschaltet, weil das Ding hat ja ein Default-Passwort. Deswegen machen wir jetzt als erstes Passwort ändern auf dem Raspberry Pi.
und nicht auf meinem Laptop, genau. Config. So, dann muss ich ganz kurz noch spicken. Change User Password und das ist das klar. Ja, sag's mir noch. So, gut. Und jetzt muss ich ganz normal spicken. Interfacing Options. Gut, das ist nicht unter Netzwerk des SSH, sondern Interfacing. So, ja, aktivieren möchte ich. Enabled, gut. Finish. So, das habe ich vorhin schon gemacht, einfach damit es schneller geht. Der Port 22 auf Localhost soll es rauskommen. Man kann offensichtlich auch andere IP-Adressen nehmen. Stichwort eben, das sind die Default-Werte. So, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil SSH da halt irgendwie gesagt bekommen muss, nimm SOX-Proxy zum Verbinden. Ich mache das jetzt einfach mal Copy und Paste bis hierhin und dann muss ich den anderen Hostnamen dranhängen. Das habe ich irgendwo hier vorbereitet erstmal so. Und jetzt muss ich noch den Hostnamen copy-pasten. Nehmen wir den von hier. Da kommt jetzt das HTTP mit. Danke, das liebe ich an den modernen Browsern, dass sie mehr kopieren, als sie anzeigen. So. Und ich mache jetzt hier noch mal ein Minus V, damit man sieht, was passiert. Ja, also unbekannter Fingerprint. Fingerprint überprüfen, ganz kurz. Da bestehe ich einfach immer drauf. Keygen. Eine Möglichkeit ist einfach, machen wir es so, Localhost. Weil der zeigt dann gleich an. Irgendwas MSFZUHV. MSFZUHV. Naja, man sollte noch ein bisschen mehr überprüfen. GW hinten. GW hinten. So grob. Stimmt das? So, und jetzt das Passwort für den Pi. Schauen, dass ich euch das nicht mitspreche, wenn ich es tippe. So, und jetzt sind wir auf dem Raspberry Pi gelandet und nur so, ja, der ist jetzt nicht mit, genau, er ist ja nicht mal mit EDROM verbunden, das hat ja nicht geklappt. Ja, weiß nicht, wie ich euch beweisen kann, dass das wirklich dieser Pi ist, doch kann ich fgrep tor var www html. Ihr merkt auch, nee, ihr seht nicht so richtig, wie ich tippe, aber das hat Lag. Das hat so eine halbe Sekunde Lag ungefähr. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich drücke jetzt Enter und es hat einen Moment gebraucht, aber das ist der Pi, den ich eingerichtet habe vorhin mit SED auf der SD-Karte und so. Nur, dass wir halt jetzt übers Tor-Netzwerk von hinten durch die Brust ins Auge hier drauf gelandet sind. Ja, Folien. Damit man nicht jedes Mal diesen ganzen Schlons eintippen muss, den man sich eh nicht merken kann, je nachdem welches Tool, ob man Connect Proxy oder Netcat benutzt, ist die Syntax nochmal eine andere. Gibt es diese schönen Schnippel hier, die man eintragen kann in die .ssh/config. Ich habe das mit dem alten Hostnamen schon gemacht, deswegen ich logge mich jetzt hier nochmal kurz aus. Zeil.config, wupp, ganz ans Ende. Da ist der Hostname schon drin. Gehen wir noch ein bisschen hoch. Ach, egal. So, da seht ihr, da sind noch ein paar andere Sachen drin, aber ist egal. Wo habe ich jetzt den? Da. Das Copy passt hier. Wieder mit HTTP, aber egal. Löschen wir noch. So. Und wenn ich jetzt SSH mein Pi via Tor. Ich nehme dabei so Sachen immer, wo keine echten Hostnamen sind, Unterstrich und via irgendwas, damit ich weiß, das ist halt über irgendeinen Service und da will er wieder das Passwort, das minus V habe ich jetzt weggelassen. Und wieder bin ich drin. Und in der History seht ihr auch noch, das ist die History von vorhin. Das ist wirklich unsere. Und auf die Weise kann man sich eigentlich relativ schnell so einen Remote-Zugang zu irgendeinem Gerät mit SSH schaffen und so einem Linux, das irgendwo steht, wo ab und an mal die IP-Adresse wechselt oder wenn man es einfach irgendwo mitbringen, hinstellen und es ist immer unter der gleichen Adresse erreichbar. Ja, genau.
So, da ist nochmal das Host-TV-Verifizieren drin. Kommen wir noch zu den üblichen Fragen. Geht das auch mit HTTPS? Habe ich vorhin schon erwähnt. Im Moment noch nicht. Wenn ihr die Folien entweder via FRAP oder via die Seite, die ich am Anfang genannt habe, anschaut, hier ist der Link drunter zu der entsprechenden Diskussion beim CAB Browserforum. Mosch, ihr habt das Lag gemerkt. Mosch ist schön, wenn man Lag hat, so über mobile Verbindungen oder so. Leider unterstützt Tor momentan nur TCP. Das heißt, es geht nicht mit UDP-basierten Diensten. Und damit ist auch irgendwie ein VPN oben drüber noch als weiteres weniger schön. Aber man kann, also OpenVPN kann auch über TCP gehen, braucht nicht UDP. SSH-Shuttle ist auch so eine Sache, wo man, will ich aber nicht näher darauf eingehen, was das alles kann. Im Moment geht einfach kein UDP über Tor. Aber man kann andere Sachen, die dann wieder UDP drin haben könnten, drüber tunneln. Ja, und wenn ich jetzt noch das Ding so abhärten will, dass niemand rausfindet, wo der Server steht, das ist definitiv außerhalb des Scopes von dem Vortrag, weil da muss man wirklich schauen, dass nirgends auf dem Server irgendwie noch auf Webseiten oder in HTTP-Headern der Hostname auftaucht. Man sollte vielleicht auch den Webserver so konfigurieren, dass er nicht gerade verrät, welche Version er hat, etc. Also wenn man wirklich das Ding anonym machen will, ist noch viel Arbeit dahinter. Aber mein Fokus ist auf zugänglich machen, nicht auf anonym sein. Ganz kurz noch Alternativen. IPv6 ist die schönste Alternative, wenn man irgendein Gerät übers Internet erreichbar haben möchte, wenn es da ist. Wenn man dann noch eine statische IPv6-Adresse hat, ja, und auf dem Client, wenn man draufkommen will, im WLAN ist, wo kein IPv6 gibt, Miredo ist da für mich die schönste Variante, weil das kriegt fast immer, außer wo es irgendwie blockiert ist, bewusst, IPv6-Adressen, aber jedes Mal auch eine andere. Deswegen nicht. Und dann gibt es noch zwei so Anbieter, die halt als Hosted Service, wie auch als Open Source Software, mit, wo man auf dem Server installieren kann, anbieten. Da verbindet man dann auf den Server und der macht eine Verbindung auf den Raspberry Pi durch einen Tunnel durch, den der Raspberry Pi dann aufgebaut hat mit dem entsprechenden Client oder Zero Tier. Das ist so eine Art Layer 2 VPN, wo man im Prinzip einen LAN übers Internet hat und selber darin einen DHCP-Server installieren kann, was auch immer man will. Ein bisschen aufwendiger für die Leute, die genau das Netzwerk so einrichten wollen, wie sie es wollen. Ja, eigentlich wäre es das auch schon. Ich habe nicht so ein Gefühl, ich glaube, ich bin jetzt langsam über die Zeit, dank der Netzwerkeinrichtung, die ein bisschen gebraucht hat. Deswegen habe ich auch ein bisschen durchgehastet, aber eben die Folien, entweder im FRAP, also im Fahrplan hier, Norman.org Talks Tor und hier einfach auch nochmal Tor to Web oder wo man den Tor-Browser etc. runterladen kann. Ich hoffe, es hat trotz des Sprints am Ende euch was geholfen, dass ihr eine Möglichkeit gefunden habt, wie ihr jetzt irgend so ein kleines Gerätchen unter einer dauerhaften Adresse im Internet erreichbar machen könnt, wo die Grenzen, die Limite sind und die Möglichkeiten. Und ja, wenn noch Fragen sind, Anregungen, Vorschläge wie Netzwerkkabel beim nächsten Mal selber dabei haben, bin ich sehr offen und auch noch ein Weilchen hier. Danke. Also man kriegt schon ein bisschen was durch, aber sie ist merkbar langsamer. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, es wäre auch bewusst gedrosselt ab irgendeinem Punkt, aber es sind, glaube ich, irgendwie mehrere Mbit, die man durchkriegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe durchaus schon gigabyteweise über Tor gesynkt. Beispiel, wo nicht auf den Folien steht, bei uns die Netzwerkleute sind irgendwie mit einem Firewall auch ein bisschen asozial und sehen das eher so als Arbeitsverhinderungsmaßnahme, Beschaffungsmaßnahme, Verzeihung. Und dann ist unser Jump-Host ausgestiegen. Und ich wollte auf meine Workstation. Ich hatte den Tor Hidden Service drauf, ich kam drauf und ich habe darüber mit Git Annex unter anderem Musikdateien gesynkt. Das geht. Es braucht halt ein bisschen, aber ich glaube, so 10 Mbit habe ich durchbekommen. Ja? Gibt es noch Sachen zu berücksichtigen? Das heißt, wenn man das vormacht, mit diesem Local-Host aufpassen, gibt es sonstige Sachen jetzt weniger wegen Anonymität, sondern wegen Sicherheit?
Sicherheit, eben. Also was man auch machen kann, man kann irgendwie eine spezielle IP-Adresse lokal einrichten, 127.0.1.1 zum Beispiel, und dann Tor sagen, dass er darauf verbinden soll. Ich habe jetzt einfach die Default-Einstellung genommen. Ansonsten muss man sich bewusst sein, das Ding steht mehr oder weniger im Internet damit. Jeder kann drauf, aber nur wenn er die Adresse weiß. Ich meine, es gäbe kein Verzeichnis aller aktiven Onion-Adressen. Insofern muss man wirklich die Adresse wissen oder raten. Ihr habt auch gesehen, in Folien stehen andere Adressen drin. Das ist, als ich den Vortrag entwickelt habe, war das die Adresse. Das ist jetzt meine dritte Installation hier auf dem Raspi, die am schlechtesten lief bisher. Aber ja, ansonsten, IPv6 ist auch noch so eine Sache. Also das ist momentan alles IPv4, zumindest innerhalb vom Tor-Netzwerk. Das ist auch das Problem, wo kriegst du in Europa IPv6? Ja, als normaler Endnutzer. Okay, gut, ich wohne in der Schweiz. Ich habe IPv6 mit statischen IP-Adressen zu Hause. Ich sage jetzt nicht, welche Bandbreite dahinter steckt. Nein, ja. Ja, haben wir sonst noch Fragen? Es ist noch kein weiterer Vortragender aufgetaucht, das heißt, ich habe vermutlich noch ein paar Sekunden. Noch ein paar Minuten. Ja. Gut, ansonsten vielen Dank, Axel. Ja, hat Spaß gemacht, auch wenn ich am Ende ein bisschen hetzen musste. Das ist auf jeden Fall interessant.